Die Funktion der Bonkopie können Sie sowohl von der Kasse aufrufen oder aus dem Startmenü, indem Sie im Startmenü auf Bonkopie klicken. In der Kasse finden Sie diese Option und in der Toolbox Bonkopien oder Sie können natürlich die Schnellwahlfunktion B für Bonkopie nutzen, um die Bonkopien aufzurufen. Was können denn die Bonkopien? Hier haben Sie zum einen mal eine Übersicht Ihrer getätigten Bons. Des Weiteren haben wir hier unten unter der Liste der Bons diverse Filtermöglichkeiten, in der Sie einstellen können, was Sie sehen wollen. Stornierte Bons mit Artikel einer, also Bons, bei denen Sie einen bestimmten Artikel verkauft haben. Artikel, die eine Seriennummer hatten, die können Sie darüber suchen. Das heißt, wenn der Kunde im Reparaturfall oder im Garantiefall zu Ihnen kommt, den Bon aber nicht mehr hat, könnten Sie das Gerät theoretisch hernehmen. Wenn Sie die Seriennummerverwaltung von Wabi Profi nutzen, haben Sie hier die Möglichkeit, nach dieser verkauften Seriennummer zu suchen, um den Artikel somit eindeutig zu Ihrem Geschäft zuzuordnen oder zum Kunden zu sagen, tut mir leid, den hast du nicht von uns gekauft. Und des Weiteren stehen in Kundensuchen, Bonnummer, Verkäufer, Betragssuchen, Mehrwertsteuer suchen, eingelöste Gutscheine, also Verkäufe, wo Gutscheine eingelöst wurden und so weiter und so fort zur Verfügung. Sie können sich auch Bonkopien holen lassen, das können Sie einschränken, denn beim Start von Wabi Profi 3, und das ist jetzt eine generelle Information, ist es ja so, dass die Wabi Profi der digitalen Aufbewahrungspflicht unterliegt. Besser gesagt, sie erfüllt diese sogar. Das bedeutet, die Daten werden 10 bzw. 12 Jahre aufbewahrt oder bis Sie eine Betriebsprüfung hatten und jemand sagt, bis zum Jahre 2006 oder ab dem Jahre 2007 muss alles noch bestehen bleiben und die Prüfung bis 2006 war erfolgreich, das kann entfernt werden. So, das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich natürlich im Laufe der Zeit sehr viele Verkäufe ansammeln. Und um das Laden dieser Verkäufe etwas zu, ja, performanter zu machen, also schneller zu machen, haben Sie hier die Möglichkeit einfach zu sagen, wenn ich die Bonkopien starte, lade mir das aktuelle Jahr. Sie können auch sagen, naja, okay, bis zum Jahre 2013, bis zum Jahre 2012 und so weiter und so fort. Oder Sie sagen generell alle. Ist natürlich eine Performance-Sache. So, jetzt haben wir die ganzen Grundsätze eigentlich durch und wir können jetzt zu den Beispielen kommen. Wann kann ich eine Bonkopie brauchen? Bonkopien können Sie natürlich jederzeit einsehen, dass Sie sagen, okay, was haben Sie für Bons gemacht, was haben Sie da drin verkauft? Na, das ist gut. Sie können aber auch die Bonkopie nutzen, um eine Kopie eines Bons auszudrucken. Warum? Es könnte sein, dass Sie, als Sie das Original ausgedruckt haben, egal ob es jetzt auf dem Bondrucker oder auf dem DIN A4 Drucker ist, dass das Papier sich gestaut hat, dass bei einem Bondrucker das Papier zu Ende ging, rote Streifen drin waren, wie auch immer. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, hier auf Drucken zu klicken. Nun können Sie sagen, ob das eine Bonkopie sein soll oder oder Original. Im Falle einer Bonkopie steht auf den Bon halt Bonkopie drauf. Wenn Sie sagen Original, ja, dann ist es halt das Original. Nun können Sie das Ganze ausdrucken. Vielleicht haben Sie es gehört, der Bondrucker hat gedruckt und unser Kassenbon ist jetzt erneut herausgekommen. Es könnte ja auch sein, dass ein Kunde zu Ihnen kommt, den Sie einen Kassenbon ausgedruckt haben und der Kunde sagt, hey, lieber Chef, können Sie mir das nicht in DIN A4 ausdrucken? Können Sie machen, einfach auf Drucken gehen, auf DIN A4 und dann können Sie sagen Drucken. Dann wird der Bon, das habe ich jetzt einfach mal als Vorschau hier, in Form eines DIN A4 Blatt ausgedruckt, also das heißt, dieser Einkauf wird ausgedruckt und an dieser Stelle nochmal bemerkt, Sie können natürlich diese Layouts selber verändern. Das heißt, einen Layout-Designer haben Sie in Wabi Profi 3 mit dabei. Des Weiteren können Sie sich Bons anzeigen, und zwar hier oben nur Barverkäufe oder natürlich nur EC-Verkäufe oder natürlich alle. Auch eine schöne Funktion ist die Funktion des Rohertrags. Sie können nachträglich für einen getätigten Bon den Rohertrag einsehen. So, dann sehen Sie, oder wir sehen jetzt in diesem Beispiel, dass wir an diesem Verkauf netto 45,67 Euro verdient haben. Ist schon mal ganz cool. Diese Option der Gewinnermittlung können Sie natürlich im Verkauf fliegend auch ermitteln. Aber das ist ein anderes Video. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, natürlich, wenn der Kunde jetzt zu Ihnen kommt und sagt, hey, lieber Chef, ich habe den Schlauch gekauft, brauche ich nicht, kann ich den zurückgeben? Ja, dann können Sie das machen. Des Weiteren könnten Sie diese sogenannte im Volksmund gebräuchliche
Deklaration Storno. Es ist kein Storno, denn einen Storno darf es nicht geben. Es darf nur eine Gegenbuchung geben. Und das macht die Wabi so wie ihr Steuerberater. Einmal was gebucht, ist unveränderbar. Und danach wird alles durch eine Gegenbuchung neutralisiert und vor allem miteinander referenziert. Was das bedeutet, sage ich Ihnen gleich. Okay, wann kann ich einen Storno noch gebrauchen? Der Kunde hat es gerade im Moment bei Ihnen bezahlt und sagt, hey, es geht doch nicht, weil meine Frau hat morgen Geburtstag und da brauche ich ja Geschenk, hole ich mir übernächsten Monat. Irgendwie sowas. Das war jetzt einfach nur ein lustiges Beispiel. Und dann können Sie also die Storno-Funktion nutzen. Das machen wir jetzt auch. Wir wollen diesen Schlauch, also diesen Boden 6 stornieren. Wir sagen Storno. Jetzt sagt Wabi Profi 3, hey, pass mal auf. Stornieren geht ja nicht, ne? Aber Betrag auszahlen, das würde gehen. Dann sage ich, ja, das mache ich und ich mache jetzt eine Auszahlung. Was wird nun gemacht? Vielleicht hören Sie es, der Bodendrucker druckt, hat abgeschnitten und das Schöne ist jetzt das, Sie haben jetzt lila Einträge. Hurra, hurra! lila bedeutet nichts anderes, hier liegt eine Stornierung vor. Und zwar eine Stornierung, wir schauen uns das an. Boden Nummer 6 steht jetzt hier plötzlich Stornoboden, bezieht sich auf Boden Nummer 9. Bei Boden Nummer 9 steht auch drin, Stornoboden bezieht sich auf Boden Nummer 6. Damit ist gewährleistet, damit Sie oder eventuell ein Prüfer zu einem beliebigen Zeitpunkt sehen kann, was ist denn storniert worden. Und aufgrund einer Stornierung kann er auch den Originalboden mit referenzieren bzw. auf diesen Bezug nehmen. So haben Sie immer einen klaren und eindeutigen Bezug von einem Boden zum anderen und Sie können alles wunderbar nachweisen. Interessanter und komplexer wird das Ganze natürlich bei EC-Zahlungen. Ich habe jetzt mal eine EC-Zahlung hier. Wir haben hier am 4.3. Die lustigen Ninja-Kämpfer verkauft für 25 Euro, also 24,99 per EC. So, jetzt wollen wir das ganze Ding stornieren. Was passiert dabei? Wenn es der gleiche Tag ist oder trotzdem kurz anders angefangen. Wenn Sie EC-Zahlungen tätigen mit Ihrem Terminal, sei es jetzt LPay oder ob Sie ein externes Terminal haben, müssen Sie irgendwann einen Kassenschnitt senden. Wenn Sie LPay haben, macht das Wabi Profi 3 beim Kassenabschluss für Sie automatisch. Das bedeutet, ein gesendeter Kassenschnitt an das Terminal kann nicht wieder zurückgeholt werden oder einfach storniert werden. Das müssen Sie vor Augen halten. Also das heißt, Tagesjournal gemacht, am Terminal, Kassenschnitt gesendet, vorbei. Das Geld ist unterwegs. Wenn das Geld unterwegs zu Ihnen ist, und das weiß ja Wabi Profi 3 nicht, ob Sie es schon gemacht haben, es sei denn, Sie haben LPay installiert, weil Wabi Profi 3 kann mit LPay kommunizieren, dann müssen Sie entscheiden, ob die Buchung lediglich storniert werden soll oder ob der Betrag ausbezahlt werden soll. Wenn das Geld bereits an Sie unterwegs ist, dann wählen Sie bitte Betrag auszahlen. Dann, was passiert jetzt, wenn ich das mache? Dann drücke ich einen Bon und wir schauen uns das jetzt an. Dann haben wir nun erneut einen lila Bon und zwar hier mit 24,99 und hier sehen wir auch wieder ganz klar, bezieht sich auf Bon Nummer 8 und die Bon Nummer 8 bezieht sich auf Bon Nummer 10. Da das Geld ja schon, wie Sie gesagt haben, unterwegs ist zu Ihnen, müssen Sie natürlich, also haben Sie einen Zulauf auf Ihr Konto in Höhe von 24,99, den Sie ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr stoppen können. Aber damit diese Buchung aufgehoben werden kann, muss natürlich die Auszahlung dessen erfolgen. Das bedeutet, hier dieser Bon Nummer 10 ist jetzt die Barauszahlung. Das ist das Geld, was Sie jetzt dem Kunden aushändigen können. Machen wir mal dieses Beispiel mit den 50 Euro. Wenn wir jetzt sagen hier Storno und wir sagen Buchung stornieren, was passiert dann? Ja, dann sagen Sie im Wabi, im Klartext, hey, pass mal auf, ich habe am Terminal noch keinen Kastenschnitt gemacht. Also wir können diese Buchung jetzt stornieren. Dann gehen Sie an das Terminal hin, stecken die Karte rein, stornieren das ganze Teil, wie auch immer, und sagen dann hier an dieser Stelle Buchung stornieren. Und auch hier haben wir natürlich eine Referenz vom Original auf den Stornobon. Und wir sehen hier, dass wir eine EC-Stornobuchung haben und wir hier die Original-EC-Buchung haben, die sich auf den Bon Nummer 11 referenziert und die 11 referenziert sich auf die 2. Warum kann ich auch eventuell einen, oder was könnte der Grund sein für das Stornieren einer EC-Zahlung? Man hat einfach zu schnell geklickt. Das heißt, irgendwas wurde verkauft, zack, 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 bezahlen, EC weiter, ja. Ach, um Gottes Willen, das war ja bar.
Ja, das passiert sehr, es passiert häufiger, als Sie denken. Das heißt, diese menschliche Fehlerquelle, ja, die passiert halt einfach. Kann passieren, sollte zwar nicht, aber dafür sind wir alle Menschen. Und wenn sowas passiert, haben Sie natürlich die Möglichkeit zu sagen, Mensch, das Kinder, mit der EC-Buchung habe ich mich ja total vertan. Nun könnten Sie diese Buchung stornieren und das ganze Ding richtig und neu einbuchen. Ich empfehle Ihnen eindringlichst, sich natürlich die stornierte Buchungen aufzuheben und von der Hand manuell draufzuschreiben, habe ich mich vertippt, war eigentlich eine Barzahlung oder umgekehrt. Hey, die Barzahlung war eigentlich ja EC-Zahlung, deswegen habe ich das storniert. Somit haben Sie für sich selber oder wie gesagt auch Prüfer im Nachhinein jederzeit die Möglichkeit, das Ganze eindeutig und ja, frei von Nachfragen zu belegen. So, dann sind wir jetzt eigentlich durch mit den Bodenkopien. Wir sehen, Sie können damit sehr, sehr viel machen. Es ist relativ leicht zu bedienen und bietet Ihnen auch einen schönen Überblick. Aber eins habe ich noch vergessen. Ich bitte um Verzeihung. Sie haben in den Bodenkopien auch die Möglichkeit, sich hier diese Summe anzeigen zu lassen. In den Bodenkopien können Sie sagen, dass Sie auch getätigte Umsätze für einen Zeitraum oder für einen Filter, wohlgemerkt, den Sie hier gesetzt haben, sich an dieser Stelle anzeigen lassen können. Das ist aber nur dann der Fall, wenn Sie in den Systemeinstellungen gesagt haben, in der Rechtevergabe, dass der jeweilige Benutzer die Summen, wo haben wir sie? Na? Ja, da steht es ja, da, dass er die Gesamtsummen aus der Liste anzeigen soll. Wenn ich dieses Häkchen entferne und ich sage übernehmen, sollten wir eigentlich nun. Ah ja, okay, wir müssen einmal aus der Kasse raus, weil der Benutzer jetzt noch drin ist. Machen wir es halt. Jetzt gehen wir auf die Bodenkopien. Wir haben hier unten nun keine Anzeige der Gesamtsumme mehr. Wenn Sie wollen, dass ein Verkäufer nicht sieht, was da gelaufen ist am Tag, oder wenn Sie sagen, hey, meine Kunden können auf den Monitor schauen, und wenn ich hier wirklich eine Bodenkopie aufrufe, dann steht hier eventuell mein Tagesumsatz drin. Wenn Sie das nicht wollen, dann nehmen Sie einfach bei den jeweiligen Benutzern diese Häkchen raus, dass Sie sagen, diese Summen nicht anzeigen. So, jetzt sind wir aber endgültig durch. Ja, bis bald.